Standortdialog zum Thema Smart City. Herr Asfalk, was sind die grossen Erkenntnisse? Ja, bis 2030 wird Mobilität in dem Sinne automatisiert werden. Wir werden umgeben sein von teilweise Robotern, ganz sicher. Und die Erkenntnis ist, dass man eigentlich da positiv entgegengeht. Seht ihr das also positiv, die Zukunft für Smart City? Absolut, das ist ein Megatrend. Da wird es neue, interessante Spielwiese geben für KMUs in der Schweiz und wir werden da eine aktive Rolle drin übernehmen. Ihr selber dort mit eurer Unternehmung Infrastruktur Teile bauen, präzise Lichtbeleuchtungssystem für Städte. Was sind dort die grossen Trends oder Veränderungen? Dort, wo es viele Leute hat, hat es auch Public Lighting, ist also ein interessantes und ideales Element zum Upgraden, wenn man so will. Also man kann mehr Sensorik integrieren, um letztlich dann auch einen Informationsgehalt zu sammeln, der weit über das Lichtmanagement rausgeht. Herr Spieler, wie wird sich der Arbeitsmarkt verändern in den kommenden 5 bis 10 Jahren? Es werden sich viele Berufe und Tätigkeiten verändern. Tendenziell repetitive und standardisierte Tätigkeiten werden eher wegfallen. Dafür werden neue Tätigkeiten entstehen, im Bereich Technologie, aber auch im Bereich Kreativität und Innovation. Ganz wichtig ist, dass die Unternehmen und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer die Trends frühzeitig aufnehmen, sich Gedanken machen über den Aufbau von Know-how und Weiterbildungen und dann ist es für beide Seiten eine Chance. Und jetzt noch in einem Satz, auf was freut ihr euch am meisten bei Smart City? Ja, dass die Roboter volle Batterien haben. Dass für uns eine Innovation greifbar wird in ein Businessmodell. Auf eine Stadt mit ganz grosser Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger, Konsumenten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Danke für das Gespräch.